Horizon Records, Leute. Schon nice. Also muss man schon ganz nice, ehrlich, ja. Schon nice, ja. Doch, also kann man machen. Da ist der Nebel, ey. Was ist da? Ich kann den Fabian anfassen. Du hast, du hast eher dicke Finger, Alter. Alter, lass mal. Ja, ja, ja. Leute, für alle reinen Twitch-Follower hier, wir haben auch Instagram, wir sind ein Tonstudio, ein Label. Ihr begleitet uns bei unserem Studioalltag in unseren Stories täglich. Und ja, soweit gewünscht, alle Künstler, die hier reinkommen, alle Kunden, die hier reinkommen, also ihr werdet hier jeden kennenlernen. Echt Wahnsinn, also was in den letzten Tagen passiert ist. Also nochmal, also dir geht's gut, aber du bist müde. Ja, genau. Wie geht's euch? Wie geht's dir? Alter. Ach so. Mach das mal kurz, sorry. Also mir geht's bombastisch jetzt wieder. Ja. So heftig bewegt und war so lange am Stück wach und hatte keine Pause, körperlich. Also das war krass. Aber jetzt geht's mir wieder richtig gut. Ich habe ausgeschlafen. Kommt noch diesen Monat. Das ist kein Touch mit dir. Ah. Ja, Leute, ich muss immer schieben so. Alles gut. Okay. Ja, die Schüssel ist wieder sauber. Also alles ist in Ordnung. Und ich habe hier oben ein richtig interessantes Kommentar. Ein richtig interessantes Kommentar gesehen. Und zwar, man kann es nicht mehr sehen, aber da stand irgendwas von 24 Stunden Stream. Pass mal auf, tat es dir eigentlich... Ich dachte, jetzt kriege ich ja eine sowas. Ja, ich dachte auch was. So. Nein, nein. Also Leute, wer weiß, wohin das geht. Und das Kranke ist auch noch, ihr seid von vorne rein dabei. Ihr wart im alten Studio dabei, ihr seid jetzt hier in diesem Upgrade dabei und wer weiß, was die letzten Monate und Jahre noch passieren wird. Die letzten oder die nächsten? Die nächsten. Achso. Die letzten hätte ich dir sagen können. Ihr könnt vorbeikommen für den Stream. Also wie krank ist das denn? Und wenn ihr wirklich von etwas weiter herkommt, dann besprechen wir das mit Fabian. Das kriegt er auch hin. Er kriegt viel hin. Ja, das ist safe. Also wir kriegen ja auch Simon hier virtuell in das Studio dazu geschaltet. Ja. Das ist halt alles kein Thema. Müssen wir uns halt mal überlegen, so, das ist jetzt so der erste Stream, also wenn ihr wüsstet, wie das hier aussieht. Ich gucke auch die ganze Zeit, da ist ja die Kamera, ne? Ja. Aber ich gucke immer nur in dieses Licht. Ja, weil du verliebt bist in das Licht. Das ist aber auch ein Licht, ne? Das wie mit der Nebelmaschine. Alter. Du drehst komplett durch, Mann. Ich liebe Sachen, die so Sachen machen, versteht ihr? Nee, drück mal. Wenn man noch gehen möchte. Mit dem Hallen ist halt so eine Sache, ihr müsst euch vorstellen, wir haben ja 96 Quadratmeter. In meinem Audiobereich ist alles schick gemacht und klein gemacht, also was heißt klein, aber vernünftig gemacht, so dass nicht viel Platz für Hall ist. Aber hier Fabian braucht natürlich allein schon wegen seinem massiven großen Körper viel Höhe, ja. Und dann braucht er natürlich auch viel Platz nach hinten, nach vorne, damit er Shootings machen kann und so. Nee, ich will einen Schokobon, aber nicht. Nein, vielen Dank. Schokobon. Fabo will einen Schokobon. Ey, wie kamst du auf Horizon Records den Namen? Auf den Namen? Also, da muss ich einmal Props an jemanden geben, mit dem ich früher Musik gemacht habe, nämlich Philipp Quacken. Quacken? Ja. Cuter Nachname. Er war der Drummer und ich habe Gitarre gespielt. Und wir haben ewig, weil ich kann keine Namen mehr ausdenken, weder für Tiere noch für Kinder noch für sonst irgendwas. Genau, und ja, dann haben wir verzweifelt einen Bandnamen gesucht und er kam auf den Namen Against the Horizon. Ja, und dann ist das irgendwann aber alles so ein bisschen, ah nee, warte mal, das ist ganz normal gelaufen und ich brauchte aber einen Namen so, um meine Produktion so weiter zu machen. Und dann bin ich irgendwann auf den Namen Horizon Records dadurch halt gekommen, weil ich dachte, das passt und so, das bringt man in Verbindung. Ja, und das ist dann halt geblieben, ne? Also hast du geklaut, Alter. Nein, er hat abgewandelt. Ergänzt. Tschüss. Ich glaube, er holt die Schokobons. Ja. Horizon Records, Leute. Schon nice, also muss man schon ganz nice, ehrlich, ja. Schon nice, ja, doch, also kann man machen. Wobei Horizon Productions halt auch. Das würde mehr passen. Ja, mittlerweile schon. Ja. Aber was für schon nice, wie oft habe ich Anträge von euch bekommen, dass wir den Namen ändern? Zweimal. Wir haben aber keine Werbung hier. Also. Es ist jetzt eh zu spät.
Wir haben uns mit Horizon Records, HR, ey, unser Logo. Aber wir haben uns mit HR einfach einen Namen gemacht. Und so bleiben wir jetzt auch. Ja, eventuell kann man irgendwann, ja, wenn wir riesig sind, dann vielleicht Horizon Records and Production GmbH. Und KKG. Und dann sagt er so, ja, ich nehme hier jetzt meine letzten Sachen und ich gehe mit dem Weinen und mit dem lachenden Auge. Wie war es halt für dich so? Also die letzten, also, ne? Das hat mich Fabo Boss auch gefragt und ich habe geantwortet, also er fragt mich so, bist du eigentlich so ein bisschen traurig, dass wir hier rausgehen? Ich so, nö. Aber das stimmt natürlich nicht ganz, ne? Also da hat alles angefangen, da kam Fabian wieder zurück, ne? Weil vorher, wo du vorher da warst, also wir hatten ja so ein bisschen Pause auch, so Kreativpause, und da war ich aber noch bei mir zu Hause, ne? Nee. Hatten wir das da schon? Unten. Unten. Ja, es gab nämlich in der alten Location, innerhalb der Location, schon mal einen Umzug vor ein paar Jahren. Der war deutlich einfacher. Ja, weil es das gleiche Gebäude war. Also innerhalb des Gebäudes vergrößert sozusagen. Und da waren wir dann ein Jahr, ne? Ein gutes Jahr. Ja. Und erzähl noch weiter, wie war es denn? Nee, klar. Also da hat es angefangen so, ne? Und da haben wir auch viel erlebt. Und da sind wir praktisch ein bisschen größer geworden. Und ja, also das fehlt mir jetzt nicht, ja, natürlich nicht. Aber klar, also man ist natürlich so ein bisschen traurig, wenn man weiß, da geht man jetzt wahrscheinlich nicht mehr hin. Catastrophe. Ja, aber morgen geschieht nochmal. Machen wir gleich das Karamell weg. Ja. Digga, sick wäre auch, wenn einer spülen würde. Das wäre echt geil und so ein Handtuch wäre auch fett. Ja, dann wünschen wir euch einen schönen Abend und bis nächste Woche. Ich muss jetzt echt dahin rum. Schon. Mach aus, das Ding jetzt. Mann, ey, ja.